Hallo, ich bin Julia Müller und ich bin im Sommer dieses Jahr mit meinem Mann Andi nach Villingen-Schwenningen gezogen und wir sind ab 2023 hier als neues Projekt der Inlandmission im FEG-Bund unterwegs. Villingen-Schwenningen ist eine mittelgroße Stadt, ganz im Süden von Baden-Württemberg. Ungefähr 80.000 Einwohner sind wir hier und ziemlich Multikulti. Wir sind gespannt, wen wir hier so kennenlernen und wie wir die Stadt kennenlernen. Und wir wollen diese Ankunftszeit dafür nutzen, unser Herz, unsere Ohren, unsere Augen offen zu halten, um zu schauen, was legt uns Gott hier aufs Herz? Was für einen Unterschied möchte er durch unser Projekt hier vielleicht machen? Mich beschäftigt in letzter Zeit die Geschichte, wo die vier Freunde ihren gelähmten Freund zu Jesus bringen und dafür das Dach abdecken. Und ich frage mich, welche Dächer müssen vielleicht hier in dieser Stadt, in Villingen-Schwenningen, noch abgedeckt werden, damit Menschen zu Jesus kommen können, nahe zu ihm kommen, zu seinen Füßen, um ihn kennenzulernen, um ihn besser kennenzulernen. Und ich freue mich auf die Reise, die wir hier gehen dürfen, den Weg, den wir hier gehen dürfen. Aber jetzt geht's erstmal los.